Krankenhauswartezimmer sind so langweilig. Ein riesiger Pickel. Ich möchte ihn platzen lassen. Oh je, das ist ein Pickelvulkan. Und er spritzt den ganzen Polizisten voll. Hör auf, mich zu treffen. Oh nein, Haley, was hast du getan? Ich werde das nicht durchgehen lassen. Was wird er tun? Sie beide sind verhaftet. Die arme Mama und Haley sind im Gefängnis. Holt uns hier raus. Mein Sohn, ich möchte dir die Gefangenen zeigen, auf die du aufpassen sollst. Natürlich musst du eine Polizeiuniform tragen. Wahnsinn, ich sehe so cool aus. Und mein Schlagstock leuchtet wie ein Lichtschwert. Ich will ihn ausprobieren. Hey, geh zurück. Wahnsinn. Gut gemacht, Junge. Du machst mich stolz. Ich bin so krank. Ich glaube, ich muss niesen. Hatschi! Igitt, all diese Keime gehen auf Haley über. Hatschi! Papa! Mein Sohn ist krank. Ich muss einen Arzt rufen. Helfen Sie uns! Ich bin ja da. Ihr Sohn ist krank. Dafür habe ich die perfekte Lösung. Ich hole mal meinen Erste-Hilfe-Kasten heraus. Aha, die Medizinpille. Du musst sie schlucken. Die ist zu groß. Aber gut, ich versuche es. Autsch. Oh nein, Aiden hat die Pille in Richtung der Gefängnisgitter ausgehustet. Wer es findet, dem gehört's. Dieser Arzt muss noch ein oder zwei Tricks lernen. Ich werde die Pille in eine Spritze geben und sie mit Wasser auffüllen. Die Pille ist ganz aufgelöst, also kann meine Tochter sie stattdessen trinken. Hier, nimm das. Es ist wie dein Lieblingssaft. Das ist so lecker und ich fühle mich jetzt so viel besser. Danke, Mama. Verstehe. Warum sind wir da nicht drauf gekommen? Fangen Sie das, Doc. Was? Ein Pillenzerkleinerungsgerät? Ja? Wir legen die Pille einfach hinein und schließen es wieder. Einfach weiterdrehen, bis die Pille zu Pulver zermahlen ist. Perfekt. Jetzt schütten wir es in ein Glas, Wasser und lassen es sich vermischen. Cleverer Trick. Hier, warum trinkst du das nicht? Nun, das bewahrt uns vor einem weiteren Erstickungsunfall. Seht, ein Schattenmonster ist gekommen, um die Kinder zu verfolgen. Kinder, wacht auf! Mami! Daddy! Helft uns! Was ist das? Was ist denn los? Die Eltern sind hier, um ihre Kinder zu trösten. Geh wieder schlafen, mein Schatz. Ich möchte, dass du bei mir schläfst. Das Bett ist zu klein. Na schön. Autsch, das hat meinem Kopf wehgetan. Ein Kopfkissen? Ich weiß was. Ich verwandle es in ein Kuschelkissen, damit du dich sicherer fühlst. Und mein Foto kommt auch noch drauf. Zeit zum Schlafen. Oh, es ist so kalt. Es gibt keine Decke, also wickle ich mich einfach ein. Ich scanne die Umgebung. Alles klar, du kannst jetzt wieder schlafen gehen. Ich habe immer noch Angst. Sieh mal, es ist ein Paw Patrol Spielzeug. Ich habe eine tolle Idee. Paw Patrol Lampen und süße Plüschlampen, die dich beschützen, während du schläfst. Ihre Niedlichkeit hat wirklich funktioniert. Hör zu, ihr habt einen neuen Zellengenossen, der hereinkommt. Der Typ hat eine Menge Tattoos. Wahnsinn! Setzen Sie sich, während ich ein wenig Papierkram erledige. Das sollte mich für eine Weile beschäftigen. Deine Tattoos, ich will auch welche. Du willst das hier? Gib mir eine Sekunde, ich habe eine Tattoo-Nadel dabei. Mach es auf meinen Arm! Hey, halt, gib das her! Huch! Du bist langweilig, Papa. Ich weiß. Wie wäre es mit diesen Süßigkeiten-Tattoos? Die gibt es in deinen Lieblingsfiguren der Paw Patrol. Versuchen wir mal, dir eins auf die Hand zu machen. Toll! Du kannst es sogar ablecken wie ein Lutscher. Dieses Süßigkeiten-Tattoo ist so süß. Ich habe coole Tattoos. Die arme Mama hat Aidens Zunge gehalten, damit sie seinen Schokoriegel klauen konnte. Ekelhaft. Der Schatz ist gesichert. Komm mit, ich zeige dir einen Trick. Ich werde die Schokolade mit einem Feuerzeug schmelzen. Dann forme ich aus der geschmolzenen Schokolade Schmetterlingsformen. Es ist ein 3D-Schokoladentattoo, also ist es auch essbar. Das ist so lecker. Ich esse den Rest der Schokolade selbst. Ziemlich gut, was? Ich bin so gelangweilt. Ich will spielen. Ist das ein Igel? Ha!
Was ist das? Holen wir es uns. Wartet auf mich. Komm mal her. Das gehört mir. Ich habe es. Ich habe es. Das passiert, wenn man einen Igel anfasst. Papa, ich habe einen Splitter. Keine Sorge, dafür habe ich eine Lösung. Ich habe meinen bewährten Erste-Hilfe-Kasten dabei. Er ist super geschützt in einem Safe. Und er ist in verschiedenen Behältern versteckt. Der Extraktor. Schnell und einfach und es wird nicht wehtun. So, das war's. Das ist so cool. Du armes Ding. Das muss wirklich wehgetan haben. Ich weiß, was zu tun ist. Ich benutze diesen Strohhalm, um den Stachel herauszuziehen. Bist du bereit? Oh nein, der Federkiel ist in Mamas Zunge gewandert. Ich weiß, wie man eine schlechte Situation in einen neuen Modelook verwandelt. Ich bin jetzt eine coole Mutter. Rock'n'Roll. Wie geht's? Yo. Ich habe eine ganze Flasche Cola getrunken. Ups, jetzt muss ich so dringend pinkeln. Was ist denn mit dir los? Musst du auf die Toilette? Die Toilette ist gleich da drüben. Wir sind da. Hey, gehen Sie weg und lassen Sie mir etwas Privatsphäre. Raus hier, sofort. Wie du willst, wie du willst. Ich habe dir ein Geschenk auf der Toilette hinterlassen. Das ist so eklig. Ich will nicht mehr auf die Toilette gehen. Ich rufe jetzt die Putzfrau. Ich bin bereit, in die Schlacht zu ziehen. Dies ist der stärkste Feind, dem ich je gegenüberstand. Aber keine Sorge, mit ein paar Spritzern Toilettenreiniger und etwas gutem Wischen, das riecht nach Sieg. Ja, jetzt kann ich endlich pinkeln. Was für eine Erleichterung. Oh nein, ich muss wirklich pinkeln. Was macht denn die Skibbidi-Toilette hier? Was machst du denn da? Ich will nur mein Nutella essen. Nom nom. Halt dir die Augen zu, er ist so eklig. Willst du was? Hau ab, du hässliche Kreatur. Lass dich hier nie wieder blicken. Es wird nicht gehen. Also werden wir stattdessen einen Hack machen. Zuerst werde ich etwas Backpulver in eine Schüssel geben. Dann füge ich etwas Zitronensäure hinzu. Dann ein paar Tropfen Spülmittel. Wir mischen das alles, bis eine Badebombe daraus wird. Tada! Haltet euch die Ohren zu. Bist du bereit? Ich werfe sie jetzt rein. Oh, keine Explosion. So, die Toilette ist ganz sauber und glänzt. Warum versuchst du nicht, sie zu benutzen? Ich werde nicht hinsehen. Ich muss dir deine Privatsphäre lassen. Schau, wie ich die Bonbons mit dem Mund auffange. Ich bin so gut in diesem Trick. Aua, steckt in meiner Nase. Daddy ist da. Oh je, ich weiß, was zu tun ist. Wir müssen es aussaugen. Meine Nase. Sehen, sehen. Du hast mich in ein Staubhäschen verwandelt. Ich habe Süßigkeiten gefunden. Das sieht lecker aus. Halt. Hä? Ist das nicht? Das ist so eklig. Wir müssen das wegwerfen. Oh oh. Ich will Süßigkeiten. Ich habe eine Idee. Nimm zuerst einen Löffel Zucker und schmelze ihn, bis er zu einer flüssigen Süßigkeit wie dieser wird. Nimm einen Eiszapfen und tauche ihn in die Süßigkeit. Dann lass ihn fest werden. Tada, ein süßer Lollipop. Wahnsinn, ich liebe es. Das ist die süßeste Süßigkeit aller Zeiten. Ein Polizist wie Aiden muss auch Donuts lieben. Er macht eine Sauerei. Oh. Oh, sieh dich doch mal an. Deine Zähne sind so dreckig. Ich brauche den Arzt. Was ist der Notfall? Da bist du ja. Wer ist in Schwierigkeiten? Dafür bin ich nicht der richtige Arzt. Nicht so schnell. Ich zahle ihnen das Doppelte, wenn sie ihm die Zähne putzen. Du kannst diese spezielle runde Zahnbürste benutzen und Baby Yoda wird dir helfen, die Zahnpasta aufzutragen. Damit kann ich meine Zähne von oben bis unten auf einmal putzen. Meine Zähne sind blitzsauber. Hey, du hast den Käse von der Maus gestohlen. Ich habe Hunger. Ich hätte wirklich gerne etwas Käse. Es ist so lecker. Was ist das für ein Geruch? Das kommt aus dem Mund meiner Tochter? Ihr Atem ist so stinkend. Ich muss sie dazu bringen, sich die Zähne zu putzen. Okay, Süße, wir müssen deine Zähne putzen. Warte, was? Wir haben keine Zahnpasta mehr? Was ist denn jetzt? Aha, was will Mama mit der Knete machen?
Zuerst legst du sie in eine Schüssel und füllst sie mit Wasser auf. Dann fügst du ein paar Spritzer Salz hinzu. Dann einen Löffel Kokosnussöl. Zum Schluss gibst du etwas Backpulver hinzu. Nun mischst du alles zusammen, bis es diese Konsistenz hat. Jetzt haben wir eine selbstgemachte Zahnpasta. Aber die Zahnbürste ist so schmutzig. Wir werden eine neue Zahnbürste benutzen. Hiya! Ich habe die Bürste in zwei Hälften geschnitten und sie nebeneinander gelegt, damit sie die Zähne leicht von oben nach unten auf einmal putzen können. Jetzt tauchen wir jede Seite in Zahnpasta und probieren es aus. Wahnsinn! Das macht das Zähneputzen so viel einfacher. Alles sauber! Mama ist auf dem Weg zur Arbeit. Tschüss! Es ist das gute Kindermädchen. Du bist gerade noch rechtzeitig gekommen. Mach's gut! Ich habe einen Riesenlutscher für dich. Das sieht lecker aus. Wer ist das? Ist das ein Paket? Nein, was könnte das sein? Eine Hand? Ich bin Megan, dein Kindermädchen. Ein Roboter-Kindermädchen? Gib mir den Lutscher. Das ist schlecht für deine Gesundheit. Kein Zucker, verstanden? Dieses Kindermädchen ist unheimlich. Mami, ich habe einen Splitter! Ach du meine Güte. Der Schmerzpegel ist hoch. Ich spüre eine Bedrohung. Ich hole den Erste-Hilfe-Kasten. Ich hole die Zange. Das klingt schmerzhaft. Du willst sie mit deiner Zange rausziehen? Auf keinen Fall! Heute ist einfach Melanies Unglückstag. Ihr Splitter fühlt sich einsam, also bekam sie noch einen. Wo ist er? Ich habe die Pumpe gefunden. Ich muss mich beeilen. Diese Pumpe wird den Splitter herausziehen. Mach dir gerne Sorgen wegen der Beule. Ich habe Wundspray, um sie zu behandeln. Und ein süßes Little Miss Pflaster, um die Wunde abzudenken. Yay, perfekt. Fräulein Unglück ist jetzt Fräulein Glücklich. Aha. Hm? Ich höre etwas. Was ist das? Da ist etwas im Schrank. Was, wenn es ein Monster ist? Sieh dir diese gruseligen Augen an. Mami! Was ist los mit dir? Da ist ein Monster beim Schrank. Ich schwöre, es war genau da. Vielleicht kann ich es mit meinen Tanzschritten verscheuchen. Nimm diese Armbewegung, du Biest. Oder noch besser, ich schlage ihn mit meinem Schläger zusammen. Komm her, du Ungeheuer. Hm? Sei vorsichtig. Komm raus. Lass das. Du hast fast ihren Teddybär verletzt. Mein Gott. So eine gewalttätige Puppe. Wie auch immer. Schau, dein Teddy ist in Sicherheit. Ich habe immer noch Angst. Ist das so? Ich weiß was. Würdest du dich mit einer Einhorndecke besser fühlen? Siehst du, sie ist gemütlich. Kombiniere sie mit einer Nachtlampe und du bist super geschützt. Eingewickelt in eine Decke ist immer am besten. Gummibärchen sind Melanies Lieblingssüßigkeit. Aber weiß Megan das auch? Sind das Bonbons? Oh oh! Ein Messer? Sag mir nicht, dass sie Melanie etwas antun wird. Oh, phew. Hatte ich nicht gesagt, kein Zucker? Du bist so gemein! Was ist denn hier los? Warum ist diese Tüte mit Süßigkeiten an die Wand gepinnt? Du armes Ding, nicht weinen. Hier ist ein Lutscher. Juhu, danke, Lenny. Nein. Der Lutscher ist ganz platt gedrückt. Kein Zucker mehr. Ist schon gut. Mir fällt schon was ein. Aha, Wasserfarben. Willst du etwas Cooles machen? Komm mit mir mit. Was wird Nanny mit den Wasserfarben machen? Wir werden all diese Farben herausnehmen. Rolle einen Bonbon zu einer Kugel und drücke es flach. Achte darauf, dass er rund ist, genau wie die Wasserfarbe. Dann mach sie kleiner. Perfekt. Das ist die perfekte Art, deine Bonbons zu verstecken. Jeder von uns nimmt eins. Prost! Köstlich! Köstlich! Oh oh, da kommt Megan. Ha? Was macht ihr zwei da? Sie scheinen gerade etwas zu malen. Gut. Oh.
Das war knapp. Gemüse zum Mittagessen. Was? Ich sagte keine Schokolade vor dem Mittagessen. Schau, was Melanie gemacht hat. Ich schwöre, ich habe keine Schokolade mehr. Was ist das denn in deinem Gesicht? Ich scanne die Umgebung. Suche nach Zucker. Zucker entdeckt. Jetzt habe ich dich. Was wird Megan mit Luigi machen? Zuerst wollen wir deinen Herzschlag abhören. Die Anomalie ist im Magen. Ich bin froh, dass ich die Gelegenheit habe, dich aufzuschneiden. Ich muss erst deine alten Fäden aufschneiden. Ich kann etwas im Inneren entdecken. Ein Smiley-Bauch. Oh, den muss ich auch noch aufschneiden. Die Schokolade wurde gefunden. Genau wie ich es vermutet habe. Das Spiel ist aus, Melanie. Kannst du es erklären? Oh, Mist! Oh, mein Gott. Ich muss all diese M&Ms wegwerfen. Und damit du auf deinem Platz bleibst und dein Gemüse isst, muss ich dich auf dem Stuhl festhalten. Du hast keine andere Wahl, als ein paar Weintrauben zu essen. Nein! Ach, na gut. Nimm auch ein paar Karotten. Nanny und Melanie spielen Verstecken. Wo ist die Nanny? Boo, hab ich dich. Ich werde dich fangen. Du kannst es versuchen. Ich komme. Hab dich, du bist dran. Was? Was spielst du da? Ich will bei dem Spiel mitmachen. Okay, dann hab ich dich. Lauft. Oh je, Megan hat sich gerade in ein wildes Raubtier verwandelt. Was ist denn los? Wo ist das ganze Papier in diesem Haus? Pass auf. Berechne den Schmerzpegel. Böse Tür. Du tust meinem Besitzer nicht weh. Oh je, Megan hat die Fähigkeiten des unglaublichen Hulk. Was ist mit der Tür passiert? Megan, hör auf. Gib die Tür zurück. Hilf mir wenigstens, sie zurückzubringen. Genau da. Das war ganz schön anstrengend. Jetzt ist es an der Zeit, das Problem zu lösen. Ich brauche nur eine Poolnudel, dann schneide ich den mittleren Teil auf wie ein Baguette. Sie passt perfekt auf die Kante der Tür, damit sie nicht ganz zugeht. Und alle Finger sind sicher. Das ist so schlau. Jetzt packen wir einen Eisbeutel auf deine Hand. Du armes Ding. Oh, was für eine hübsche Barbie-Puppe. Oh, du tollpatschiges Mädchen. Barbie steckt in einer Maskenpanik fest. Das stand heute nicht auf ihrer To-Do-Liste. Meine arme Barbie! Megan, kannst du sie reparieren? Eine kaputte Puppe? Ich weiß, was zu tun ist. Wo bringst du sie hin? Was macht Megan mit Barbie? Das ist nicht die Art von Operation, die ich erwartet habe. Oh je, wird Barbie gerade gehämmert? Hier ist etwas Interessantes am Werk. Deine Puppe ist fertig. Ich möchte, dass du Roboter Barbie kennenlernst. Magst du sie? Sie sieht aus wie meine Barbie-Puppe. Was ist denn hier los? Haben wir jetzt zwei Roboterpuppen? Das ist die echte kaputte Barbie. Ich weiß, wie man Barbie repariert. Als erstes möchte ich ihr alle Haare abschneiden. Wir müssen dafür sorgen, dass ihre langen Haare nicht im Weg sind. Keine Sorge, sie wird nicht ganz kahl sein. So machst du's. Jetzt haben wir alle Haare und drücken etwas Knete platt und wickeln sie um Barbies Kopf. Ich will sicher gehen, dass sie zu einer Kugel gerollt ist. Barbies Gliedmaßen sind immer noch nützlich, also befestige ich sie am oberen und unteren Ende der Kugel. Wie kreativ! Ich werde alle ihre Gliedmaßen mit Spielknete bedecken und sieh nur, es ist ein süßes Monsterspielzeug. Wow, ich will mit diesem kleinen Kerl spielen! Freut mich, dass er dir gefällt. Sie hat diese mickrigen Monsterkreaturen meiner Kreation vorgezogen. Geh mir aus den Augen. Die arme Barbie-Puppe hat es schwer. Melanies Bauch tut weh. Gut, dass ihre Kindermädchen da sind, um zu helfen. Ich werde einen Arzt rufen. Hallo, kleines Mädchen. Keine Sorge, ich habe die richtigen Mittel, um dich zu behandeln. Lass mich hören, was mit deinem Körper los ist. Oh je, das ist schlimm. Wir müssen dir eine Spritze geben. Ich hasse Leute!
Bedrohung erkannt. Tut Melanie nicht weh. Wer hätte gedacht, dass sich das Ohr des Arztes wie ein Ballon dehnen kann? Diese Roboterpuppe macht es schon wieder. Ein paar Tropfen Wasser sollte mich zum Schweigen bringen. Wasser entdeckt. Mein System hat eine Fehlfunktion. Es funktioniert, aber der Doktor hat jetzt ein Schlappohr. Ah, ich bin raus. Was hat das Kindermädchen im Ohr? Schmetterlinge auf der Spritze? Jetzt ist die Nadel nicht mehr so beängstigend. Der Schmetterling wird dir nur einen kleinen Kuss geben. Geschafft. Das war's. Es hat gar nicht wehgetan. Dank des Schmetterlings wird sich Melanie bald wie Butter fühlen. Eine leckere Zuckerwatte gepaart mit einem Kuscheltier. Das ist das Leben. Ups, sie hat zu fest gedrückt. Und schon ist die Zuckerwatte auf dem Boden. Igitt, meine Zuckerwatte ist jetzt so dreckig. Was ist denn mit deiner Zuckerwatte los? Erkennen. Dreck. Das ist ganz einfach. Wir müssen sie nur sauber machen. Ich habe gelernt, dass Menschen Dinge gerne mit Wasser säubern. Also werden wir das jetzt auch tun. Sollte das schmelzen? Irgendetwas passiert mit mir. Melanies Zuckerwatte ist längst weg. Ach komm schon! Seit Überlebenstag! Es scheint, dass Megan noch nicht wasserdicht gebaut wurde. Was ist denn hier los? Schmutzige Süßigkeiten? Dafür habe ich eine Lösung. Was ist das denn? Sieht cool aus. Wow, da ist ein Lolli drin. Dieser Kerl ist der einzige Beschützer der Lutscher. Lecker. Vielleicht ist es an der Zeit, Megan zu einem Mechaniker zu bringen. Wow, da ist aber jemand, ein Wednesday Addams Fan. Sie hat jedes Detail verstanden, bis hin zum dunklen Outfit. Was hast du denn da an? Ich will mein Wednesday aussehen. Ich bin ein großer Fan. Dunkel und Emo? Ja, hier sehe ich jetzt aus wie sie. Ich finde das nicht gut. Wisch dir die Schminke ab. Ich will das nicht. Megan hat Melanie gerade in eine Puppe wie sich selbst verwandelt. Tu einfach so, als würde es dir gefallen. Sieht so aus, als würde Melanie heute ausgehen. Aber sie scheint den Hut nicht besonders zu mögen. Wo ist dein Hut? Ich weiß es nicht. Ich habe ihn verloren. Ist schon gut. Ich kann dir einfach einen machen. Alles, was ich brauche, ist ein Ärmel von meinem Sweatshirt. Ich bin den oberen Teil zu einem Knoten. Nur ein bisschen fester. So, schon hast du eine Mütze. Probier sie an. Die ist viel hässlicher als die andere. Du brauchst doch einen Schal. Ich möchte nicht, dass dir zu kalt draußen ist. Das sollte reichen. Sie wird nicht frieren, aber sie könnte stolpern, wenn sie nicht sehen kann, wo sie hingeht. Mama und Sadie schlafen friedlich, aber nicht lange. Nicht, wenn du deinen Fuß so heraushängst. Hier kommen die Krallen des Monsters. Er wird Sadie mitnehmen. Ha? Mama! Was ist denn los? Brennt es etwa? Was ist los? Es wird alles gut, mein Schatz. Mama wird dich beschützen. Was soll ich tun? Oh, ein Kleiderschrank. Ich weiß was. Bleib hier. Was hat Mama vor zu tun? Der Schrank sieht so aus, als ob zwei Leute hineinpassen würden. Ich brauche nur ein Kissen hier. Komm, Sadie. Okay, ich komm ja schon. Ich sehe, es ist ein behelfsmäßiger Vampirsack. Jetzt sind sie sicher und geborgen. Hau ab, du Monster. Du hast keine Chance. Gib einfach auf. Einfach so schlafen die beiden wie ein Stein. Dieser Lippenstift steht mir gut. Oh, was so? Mama, fang die Kissen. Hey, los, geh schlafen. Es ist Zeit fürs Bett. Hör auf, herumzuspringen. Aber ich will nicht in diesem Bett schlafen. Es ist hässlich und ungemütlich. Wir haben keine anderen Betten. Warte mal, ich weiß. Hey, Polizist. Was will sie denn? Was ist los? Du musst dieses Bett ersetzen. Ersetzen? Wir haben es doch schon. Das Bett ist fertig. Wahnsinn! Ein nagelneuer Sack für deinen kleinen Vampir aus Gold. Ich will es versuchen. Das ist so gemütlich. Ich mag es sehr. Na, dann lassen wir dich mal lieber in Ruhe. Oh, das ist perfekt. Ich
bin so froh, dass es dir gefällt. Gute Nacht, mein Schatz. Oh, du bist es nur. Auch kleine Vampire brauchen Monster, die ihnen eine gute Nachtgeschichte erzählen. Es hat geklappt. Molly ist fest eingeschlafen. Schlaf verdammt gut. Oh, Molly hat heute Lust auf ein Styling. Wird sie sich wirklich die Haare schneiden? Warte, ich kann das nicht an meinen eigenen Haaren machen. Und wenn ich es bei Mama mache, schau dir ihren Nackenzopf an. So verlockend. Jetzt geht's los. Nun, das ist eine Möglichkeit, ganz einfach einen Bob-Haarschnitt zu bekommen. Meine Haare, was hast du getan? Warum hast du meinen Zopf abgeschnitten? Es tut mir so leid, ich wollte auch meine Friseurin sein. Oh, komm mir nicht mit diesem Welpenblick. Huh? Ist das ein neuer Haartrend? Wie kannst du es wagen, dich über mich lustig zu machen? Das ist ein hypnotisierendes Spiel. Huh? Ich zwinge dich dazu, dir von meiner Tochter die Haare schneiden zu lassen. Ich werde mir von deiner Tochter die Haare schneiden lassen. Es hat geklappt. Komm rein. Willkommen in Mollys Friseursalon. Ich brauche einen Haarschnitt. Hallo, du. Das ist mein allererster Kunde. Möchtest du einen Bob schneiden lassen? Hier, ich schneide ihn dir. Wow, so viele rosa Haare. Nehmen wir sie alle auf. Oh je, da wird jemand mit einer Glatze nach Hause gehen. Wenn du eine Glatze hast, musst du dir keine Sorgen für feste Haare machen. Du wirst mir später dankbar sein. So, du siehst perfekt aus. Huh? Was ist gerade passiert? Was zum... Wo sind meine ganzen Haare? Ah, du freches Kind! Oh nein, ohne Haare siehst du hässlich aus. Was ist denn los? Lass mich deine Barbie sehen. Arme Puppe. Sie braucht eine neue Frisur, huh? Ich weiß. Eine Schere? Schneide die Spitze eines Luftballons ab und wickle ihn um Barbies Kopf. Jetzt ist es Zeit für eine Klebeaktion. Ich werde Barbies Kopf mit Kleber bestreichen. Ich muss sicherstellen, dass ihr ganzer Kopf bedeckt ist. Und als ultimatives Opfer gebe ich Barbie ein paar Teile meiner Haare. Ein Haarschnitt macht mir nichts aus. Sieht gut aus. Ich werde diese Strähnen auf Barbies Kopf auftragen. Und sie ist frisch vom Friseursalon. Hier. Wow, sie ist so hübsch. Danke, Mama. Barbie ist auch glücklich. Juhu. Oh nein, was hat Sadie mit dem Pfahl vor? Ich werde dich töten. Ah, meine Hand. Ich habe einen Schrei gehört. Was war das? Lass mich mal sehen. Hast du einen Splitter? Lass uns den Pflock wegwerfen. Oh, das war knapp. Was soll ich tun? Ich werde versuchen, sie mit meinen Reißzähnen herauszuziehen. Nein, das tut weh. Etwas anderes. Aha, ich weiß. Eine Spritze? Ich werde die Spritze benutzen, um den Splitter herauszusaugen. Und los geht's. Es hat geklappt. Ich bin ein Genie. Du bist meine Heldin, Mama. Ich werde jetzt gehen. Pass auf! Meine Tochter. Was? Oh nein. Ist schon gut, Süße. Meine Haut tut weh. Nicht weinen. Du bring das in Ordnung oder ich werde dir auch wehtun. Wow, hör auf. Das war ganz schwindelig. Ich habe eine Idee. Was wird sie mit der Fledermaus machen? Ich hab's. Ich werde die Fledermaus an das Gitter des Gefängnisses kleben, damit sie verhindert, dass sich die Tür schließt. Clever, oder? Oh, super. Es funktioniert definitiv. Diese Fledermaus ist so squishy. Wow, die Tür zerbricht mir meine Hand. Mama Longlegs ist ganz schön hinterhältig. Wow, das sieht aus wie ein Snack. Ich möchte ein Bissen nehmen. Du hast meine Uhr ruiniert. Gott sei Dank, sie ist in Ordnung. Uh-oh. Was ist denn mit dir passiert? Lass mich mal sehen. Dein Reißzahn ist weg. Das ist nicht akzeptabel. Wir müssen den Zahnarzt anrufen.
Hallo? Bitte helfen Sie meiner Tochter. Dieser Zahnarzt kommt mir bekannt vor. Lass mich nachsehen. Fehlender Reißzahn, ha? Reparier ihn. Ich weiß, was zu tun ist. Lass mich nur mein Werkzeug holen. Was macht der Zahnarzt? Das sieht ernst aus. Tada! Ein goldener Reißzahn. Das ist perfekt. Setzen wir ihn ein. Ein neues Gebiss aus Gold. Ich wette, mit diesen goldenen Zähnen könntest du einen Stein zerbeißen. Oh, schau dir dieses schicke Lächeln an. Oh, ich habe einen Apfel gefunden. Ich Glückspilz. Ich will ihr ein Makeover geben. Ich fange mit der Grundierung an, topfe sie mit einem Pinsel auf. Dann male ich ihr mit einem Augenbrauenstift das Gesicht nach. Nase, Mund und Mandelaugen. Ich will ihr schmollende rote Lippen geben. Und ein süßes Rouge und blauen Lidschatten. Ich bin fast fertig. Sieht perfekt aus und köstlich. Aua, mein Zahn! Lass mich mal sehen. Oh nein, nicht dein Reißzahn. Das ist schlecht. So ein unverschämter Apfel. Polizist, können Sie mir helfen, den Zahn meiner Tochter zu reparieren? Was soll ich denn tun? Gib mir ein Kaugummi. Ich habe ihn schon gekaut, aber wenn du drauf bestehst, ja, bitte sehr. Ja, genau wie Spielknete. Jetzt wollen wir mal meine Fähigkeiten beim Formen testen. Ich habe es geschafft, ein behelfsmäßiger Reißzahn. Sieh mal, ich habe dir einen Reißzahn zurückgebracht. Er passt genau. Juhu! Ups. Jetzt gibt es erstmal keine Äpfel mehr. Okay, ich bin nur froh, dass ich meinen Reißzahn wieder habe. Es ist Mittagszeit. Oh, Spaghetti. Wir haben eine Blutsoße und eine Knoblauchsoße. Du musst die Knoblauchsoße probieren. Oh nein, Vampire sind allergisch gegen Knoblauch. Ich danke dir, das sieht köstlich aus. Ich bin so gespannt auf das Essen. Hä? Huh? Ich rieche Rauch. Ich brenne. Knoblauch? Es tut mir so leid, ich rufe einen Arzt. Es ist so heiß. Ich habe einen Erste-Hilfe-Gast dabei. Oh, das sieht aber schlimm aus. Ich werde deinen Mund zuerst mit einem Eisstier untersuchen. Mach auf. Ich mag das nicht. Nimm's aus meinem Mund. Du hast starke Reißzähne, Kumpel. Halte durch. Ich habe Medizin für dich. Bluttropfen für deine Vampirzunge. Ich schütte ein paar Tropfen in das Glas und es wird dich heilen. Trink aus. Lass mich mal sehen. Ey, das riecht ja übel. Ist das ein Vampirlutscher? Tauche ihn einfach in die Blutstropfen, damit er süß schmeckt. Tada! Hallo, Pop! Cooler Trick. Vampire sind so schlau. Endlich hat es geklappt. Die arme Sadie ist erkältet. Was war das? Hoppla! Sadie hat gerade einen riesigen Schleim genießt. Du armes Ding, du glühst ja förmlich. Lass mich das abwischen. Igitt, da sind noch Schleimreste vom letzten Mal. Ich weiß, ich habe vergessen, dass ich meine Socken anhatte. Mama hat alles dabei, um den Schleim abzuwischen, außer einem Taschentuch. Wie eklig. Was machst du mit deinem Fieber? Du bist kochend heiß. Oh, ein Arzt. Es ist nur Mama Longlegs mit einer gruseligen Riesenspritze. Zeit, dir eine Spritze zu geben. Nein, ich hab seit Angst. Was? Wo ist sie hin? Meine Tochter verwandelt sich in eine Fledermaus, wenn sie Angst hat. Komm her. Du bekommst diese Spritze, damit du wieder gesund wirst. Los, Doc. Ich bin schon dabei und los geht's. Nein, ich hab wirklich Angst. Aber du musst unbedingt diese Aufnahme machen. Warte, lass mir etwas überlegen. Ist das ein Hasenplüschtier auf einer Spritze? Nimm das. Eine Kaninchenspritze? Sieht weniger gruselig aus. Ich denke, es wird funktionieren. Oh, ist sie süß. Es hat nicht einmal wehgetan. Oh ja, mein genialer Trick hat funktioniert. Aha, fast hätte ich dich erwischt. Was jagt Mama?
Eine Maus? Komm her, sei nicht so schüchtern. Hab ich dich. Süße, das Essen ist fertig. Wer ist wie keine Maus? Nein. Was haben wir denn sonst noch? Essen. Wer will essen? Ich verkaufe frisches Brot und Obst. Ich brauche Essen. Kann ich etwas haben? Nein, du bist arm. Bitte? Gut, du kannst etwas Brot und Brei haben. Aber die sehen alt aus. Ich denke, das wird reichen. Sadie? Nein, das sieht hässlich aus. Wie kann ich es besser machen? Ich weiß. Was hat Mama vor? Ich nehme ein Stück und schneide es in zwei Hälften. Perfekt. Die eine Hälfte legst du eine Weile beiseite und auf die andere schreibe ich RIP mit Senf drauf. Voila. Leg es auf den Brei und es sieht aus wie ein Friedhof. Iss auf. Wow, das ist so cool. Ist es lecker? Ja. Meine Fähigkeiten sind unübertroffen. Ich bin so hungrig, ich bin matt und unaufhörlich. Verdammt. Wir finden schon etwas zu essen für dich. Polizist, komm her. Was ist denn los? Gib mir eine Auswahl Essen. Meine arme Tochter ist am Verhungern. Igitt, okay, wir haben verschiedene Gerichte für dich vorbereitet. Bringt sie herein. Als erstes haben wir ein süßes Mädchen. Ihr Blut schmeckt wie Kaugummi-Lolli. Probier es mal. Wow, yum. Nee, zu süß. Jetzt geh einfach. Was kommt als nächstes? Der Kerl ist eine Sportskanone. Dank des vielen Schweißes, sein Blut salzig. Igitt, das gefällt mir nicht. Ich wette, du wirst das sauer, Mädchen mögen. Sie schmeckt nach Zitronen. Nom. Zu sauer? Wie wär's mit etwas würzigem Blut? Nom. Was ist das alles? Zu würzig? Hey, hast du nichts Anständiges zu essen zu geben? Lass mich im Vampir-Rezeptbuch nachsehen. Ah, ich weiß, was du magst. Tada, eine verdammt rote Suppe. Nein? Ha, was wenn ich... Ist das ein Gummiauge? Für den extra Geschmack, das sieht erschreckend gut aus, was? Wahnsinn, ich will's probieren. Das ist das Beste. Ich gebe dir zwei Daumen hoch. Oh, schmeiche mir nicht. Sieht aus, als hätte unsere kleine Prinzessin Ariel Spaß mit ihrem fischigen Kumpel. Da kommt etwas. Wahnsinn, ein Kugelfisch. Ich möchte ihn anfassen. Ah, er hat mein Finger aufgespießt. Ein Splitter? Was soll ich tun? Oh, was für eine schöne Muschel. Ich habe eine Idee. Ich kann die Öffnung der Muschel benutzen, um den Splitter herauszuziehen. Siehst du? Kinderleicht. Ariel schläft tief und fest. Oh-oh, sind das Tentakeln? Sie kommen näher. Es ist Ursula. Ich werde Ariels Stimme wegnehmen. Mama! Wo ist die Taschenlampe? Da! Geh weg von mir, du hässlicher Oktopus! Hilf mir! Oh Mist, das ist noch nicht vorbei. Habe ich Schreie gehört? Mein armes Baby, was ist passiert? Ursula war hier? Aber das ist doch nur ein Haufen Sachen auf deinem Stuhl. Das bildest du dir nur ein. Ich habe immer noch Angst. Lass mich nicht allein. Sieh mal, Pikachu hat Abenteuer mehr erlebt. Und es scheint, dass Mama eine Idee hat. Lass mich mal sehen. Ich brauche nur dieses runde Glas. Tschüss, Pikachu. Was will Mama mit dem Glas machen? Ich würde das Glas mit einer schönen Pflanze und einer leuchtenden Lampe dekorieren. Dann fülle ich es mit ein paar Wasserkugeln. Jetzt schließe ich es, um die Kugeln darin zu sichern. Coole Nachtlampe, was? Sie wird alle bösen Kraken wie Ursula abwehren. Und jetzt geh wieder schlafen, Liebes. Gute Nacht, Mama. Träume süß und lass dich nicht von den Käfern am Meeresgrund beißen. Meine hübsche Puppe. Hä? Von dem ganzen Meersalz hat die Meerjungfrau Puppe Pickel am Hintern bekommen. Igitt, die sehen nicht so schön aus. Ich will die Pickel am Hintern ausdrücken. Los geht's. Aber das gibt deinem Lolli einen zusätzlichen Geschmack.
sein Lolli nicht mehr essen. Schau, wie dreckig er ist. Aber ich will mein Lolli! Was soll ich tun? Mein Muscheloberteil? Ich habe eine Idee. Muscheln schützen nicht nur Perlen, sie können auch Lollis schützen. Lecker, das ist so lecker! Ich bewahre ihn erst einmal auf, während ich noch ein paar Pickel knacke. Bist du bereit? Wenigstens bekommt die Muschel eine Dekoration. Dass es noch mehr gibt, die nehme ich auch. Was machst du denn da? Du sollst dir doch die Zähne putzen. Sieh dir diese Sauerei an. Au, da ist deine Zahnbürste. Los, los, geh. Nein, ich will nicht putzen. Denk nach. Ist das ein Wurm? Ah, ich weiß. Wenn sie Würmer will, bekommt sie Würmer. Ich werde aus Zahnpasta Wurmfiguren machen. Das sollte genug sein. Ich will etwas Backpulver über die Würmer streuen, damit sie die Zahnpasta fest genug machen, um sie an den Haken zu stecken. Jetzt geht's los. Ich stülpe den Zahnpasta-Wurm über den Haken, genau wie einen echten Köder. Schau, ein Wurm. Mein Lieblingswurm. Er schmeckt sehr nach Minze. Es reinigt auch gleichzeitig deine Zähne. Ihre Zähne glänzen wie eine Perle. Selbst Meerjungfrauen können einem leckeren Kuchen nicht widerstehen. Wo ist das Messer? Ariel ist dir wohl zuvor gekommen. Hä? Nein! Du könntest dir den Finger... Igitt, das ist ganz schön viel Schleim, mein Schatz. Oh nein, du glühst ja. Du musst Medizin trinken. Mit einem Löffel Hustensaft wird es dir gleich besser gehen. Nimm ihn. Schatz, tu etwas. Mal sehen. Vielleicht kann uns ein Fischer helfen. Wo kommt das her? Ich sinke. Was will Papa mit einer leeren Getränkedose machen? Ich will eine Limonade. Einen Moment, Schatz. Hier, bitteschön. Papa hat den Hustensaft in der Dose versteckt. Das ist so schlau. Was Ariel nicht weiß, macht sie nicht heiß. Das ist lecker. Mein Mann ist so ein genialer Fischmensch. Ariel ist ganz schmutzig, weil sie so viel mit Sand gespielt hat. Ich will eine Sandburg bauen. Warte, da ist etwas drin. Ich glaube, das Wasser wird uns verraten, was es ist. Mal sehen. Ich sehe etwas. Was ist es denn? Wow, es ist ein Spielzeug. Papa, schau mal. Hä? Ariel, sieh dich an. Du siehst aus, als hättest du einen Sprung in den Müllcontainer gemacht. Wir müssen dich jetzt sauber machen. Los, geh duschen. Ich hab keine Lust. Ich will lieber spielen. Deine Mama wird mich umbringen, wenn sie dich so sieht. Hä? Ist das eine Krabbe? Ich weiß, was zu tun ist. Was kann eine Krabbe schon ausrichten? Ariel, sieh dir das an. So viele Blasen. Macht doch Spaß, oder? Folg mir und ich zeig dir, wie lustig diese Krabbe sein kann. Seifenblasen, Seifenblasen, Seifenblasen. Siehst du, die Wanne ist mit noch mehr Blasen gefüllt. Wahnsinn, ich will da rein. Dann hüpf rein. Juhu, ich liebe Seifenblasen. Jetzt lass uns den Schmutz abwaschen. Papa hat Ariel erfolgreich in die Badewanne gelockt. Das war ganz einfach. Ich glaube, ihr habt es gefangen. Komm mit. Ein Segen von oben. Was ist in dieser Kiste? Ein Apfel und Pommes? Ich gebe Nein zum Apfel. Ha? Woher kommt dieser Apfel? Was? Wusstest du, dass Pommes ungesund sind? Ist stattdessen ein Apfel. Nein! McDonald's Pommes und ein Apfel? Ich weiß was. Zuerst schneide ich den oberen Teil des Apfels ab. Dann löffle ich den mittleren Teil aus und schneide ihn in Pommesform.
wie McDonald's. Und sie sehen aus wie die Pommes. Was können sie essen? Abschneiden! Ich muss etwas Schnelles für einen Blitz machen. Ist es ein Papiermesser? Hier, kleine Meerjungfrauen können nur Papiermesser benutzen. Schau mal, wie leicht ein Papiermesser durch den Kuchen schneidet. Deshalb sollten wir einen Papierschnitt nie unterschätzen. Das ist so lecker! Das war knapp. Ariel freut sich auf das Mittagessen. Vegetarische Algen? So kann man sich auch den Appetit verderben. Ich hasse es ist gut für deine Flossen. Es ist okay. Ich bin nicht überzeugt. Wow, geht Mama heute irgendwo hin? Schöne Ohrringe. Ich will auch Ohrringe. Soll ich einen anstecken? Lass mich mal versuchen. Ah, das tut weh. Wo ist mein anderer Ohrring, ha? Huh? Was ist passiert? Nun, deine Ohren sind nicht gepierst, aber eine Muschel? Ich habe mir etwas ausgedacht. Was will Mama mit der Muschel machen? Schau, in der Muschel sind Perlen. Diese werden deine Ohrringe sein. Aber zuerst brauche ich eine Büroklammer. Ich werde die Büroklammer in zwei Hälften schneiden und an beiden Enden Kleber auftragen, um die Perlen anzukleben. Das wird nicht wehtun. Ich kann sie einfach an deinem Ohrläppchen einhaken. Einfach so. Sie sind so hübsch. Ich liebe sie. So hübsch wie deine Mama. Ariel überlegt, ob sie etwas mit ihren Haaren machen soll. Oh nein. Will sie sie etwa abschneiden? Nein, schneid nicht dein kostbares Haar ab. Das ist ein großes Tabu. Aber meine Haare fallen mir ständig ins Gesicht. Schauen wir mal, was wir tun können. Oh, ist das eine Barbie-Puppe? Was hat Mama vor? Ich werde dir einen schönen kleinen Zopf machen. Wir sind fast fertig. Jetzt machen wir die Sache noch etwas spannender und besprühen dein Haar mit einer leuchtend grünen Farbe. Wir müssen sicherstellen, dass wir jede Strähne erwischen. Es sieht aus wie der Schwanz einer Meerjungfrau, oder? Jetzt brauchen wir nur noch Barbie und schon hast du Meerjungfrau-Barbie-Haare. Du bist die beste Hairstylistin, Mama. Sie brauchen Hilfe. Monster, wo ist das Monster? Ich habe solche Angst. Soll ich unter dem Bett nachsehen? Ja. Hier ist nichts. Hallo? Da! Ah. Ich habe gerade seine Augen gesehen. Vielleicht kann ich ihn mit einer Taschenlampe erschrecken. Versuch's noch einmal. Warte, da ist kein Monster. Da ist nur Spielzeug. Siehst du? Es ist nur ein bezauberndes Einhorn. Oh, wie süß! Ich weiß, ich bin gleich wieder da. Butler! Ist das Mama Longlegs? Ja, eine Schweinelampe und ein Teddybär. Huggy Wuggy? No. Schön, mehr Einhörner. Oh, und eine süße Hasenlampe. Jetzt kann ich schlafen. Sie ist so bezaubernd. Aber für mich ist kein Platz mehr im Bett. Okay, ich versuche mich reinzuquetschen. Nur noch ein bisschen. Egal. Bleib da, ich will mein Lolli essen. Hey, ich habe mein Lolli fallen lassen. Noch schlimmer, der Hund hat ihn als Toilette benutzt. Stopp! Du kannst ihn nicht mehr essen. Schmeiß es weg. Der Abfall eines reichen Mädchens ist der Schatz eines armen Mädchens. Lass uns deinen Lutscher mit einem Lutscherhalter sicher aufbewahren. Lass ihn einfach zur Beaufbauung halten. Wahnsinn, ich liebe es. Ich kenne diesen Welpenblick. Ich wusste es. Deswegen habe ich meinen Lolli wieder fallen lassen. Aber jetzt ist er beschützt. Juhu! Das sieht köstlich aus. Das nicht! Siehst du nicht, dass es voller Kacke und Staub ist? Ich werde es mit einem Spritzer sauber machen. So schön sauber. Oh, fast hätte
hätte ich's vergessen. Die Muschel. Igitt, lass uns erstmal den Rotz loswerden. So eklig. Okay, die Muschel kann jetzt den Lutscher schützen. Ups, ich habe ihn fallen lassen. Guck mal, die Muschel hat ihn sauber gehalten. Ist das nicht ein toller Trick? Ich bin so schlau. Schau, meine Barbie hat Beine. Wow, ein Meerjungfrau-Schwanz sieht besser aus. Er glänzt so. Ich will keine wandelnde Barbie. Mama, ich will einen Meerjungfrau-Schwanz wie Sie haben. Wie das arme Mädchen? Das sieht nach einem Glow-Up aus. Bitte, Mama. Warte, ich habe eine Idee. Voila, ein Meerjungfrau-Schwanz-Outfit. Wow, ich liebe es. Probier es an. Ich bin jetzt eine Meerjungfrau. Ich kann es nicht glauben. Schau dir meinen Meerjungfrau-Schwanz an. Du bist die beste Mama. Schau mal, diese Barbie-Puppe hat Beine. Wow, ich will auch Beine haben. Ich will meinen langweiligen Schwanz nicht mehr. Mama, ich will Beine. Menschliche Beine als Ersatz für deinen Schwanz? Oh, wie kann ich? Ich hab's. Wir sollten einen Arzt rufen. Hallo, können Sie uns helfen? Ich hab die Ware mitgebracht. Bist du bereit? Kannst du Ihre Flossen in menschliche Beine verwandeln? Lass mich nachdenken. Hast du Geld? Geld? Wir sind pleite. Oh, warte. Ich glaube, ich habe etwas in meinem Haar. Lass mich nur rausholen. Wer braucht so eine Tasche, wenn eine Kopfhaut wie ihre hat? Ich habe sie gefunden. Eine Goldmünze im Wert von $100. Ist das genug Bezahlung? Eine Goldmünze, hä? Huh? Ich denke, das wird reichen. Also gut, es ist Zeit, dich vorzubereiten. Die Tränke sind fertig. Ich werde die Tränke zusammenmischen, um das perfekte Gebräu herzustellen. Ich brauche ein Stück von deinem Haar. Aua! Ich hab's. Die letzte Zutat. Langsam. Ah! Mit dieser Explosion habe ich nicht gerechnet. Oh ja. Ich kann in sie kriechen. Ich werde einfach etwas in die Spritze geben. Es ist Zeit für die Verwandlung. Ich injiziere das Gebräu in deinen Schwanz. Ich kann stehen. Hat es wirklich funktioniert? Ich habe zwei Füße. Ich freue mich so für dich. Los, versuch zu laufen. Aua, ich habe das Gleichgewicht verloren. Autsch, autsch. Oh nein. Aua, das tat weh. Ich glaube, ich bin etwas hineingetreten. Ich weiß, du brauchst Schuhe. Wie sollen Luftballons helfen? Tritt einfach mit dem Fuß auf den Ballon, während ich die Luft rauslasse. Jetzt kannst du sie einfach wie Schuhe tragen. Diese Ballonschuhe knallen ganz schön. Psst, das kleine Mädchen schläft fest. Oh nein, ist das ein Tentakel? Hä? Mama! Was ist los mit dir? Da war ein Monster, ich hab Angst. Oh, denk nach. Ich weiß. Sieh dir dieses eingelegte Quellengas an. Es leuchtet. Ich werde die Quallen freilassen müssen. Werfen wir bemalte Bälle mit hinein. Wow, das gibt's doch nicht. Die Bälle leuchten auf. Jetzt kriegen dich die Tentakel nicht mehr. Psst, es ist Schlafenszeit. Ich fühle mich jetzt sicher, um zu schlafen. Nein, das Monster kommt, um Barbie zu fressen. Vielleicht ist es auch nur hungrig auf einen Snack. Seid ihr nicht für eine Untersuchung hergekommen, nicht für ein Fotoshooting? Ich werde jetzt deinen Herzschlag abhören. Nein, ich will das nicht, geh weg von mir! Dieses Kuscheltier wird sie für eine Weile ablenken. Wow, so entspannt. Hey, das ist nicht für dich. Ich bezahle dir einen Haufen Geld. Alles meins. Super. Mach deinen Job, solange sie noch abgelenkt ist. Schön. Du hast ein sehr gesundes Herz. Ein kleines Schwanzbad, während sie auf den Arzt warten. Ich bin soweit. Wer ist die Nächste? Hau ab! Hey, hör auf damit!
damit. Oh nein, ich muss sie etwas loswerden. Ich habe diese Muschel nur für diesen Moment aufbewahrt. Hörst du das? In der Muschel ist etwas drin. Wasserkugeln. Ich werde alle Kugeln in eine Wasserflasche schütten. Dann stülpe ich die Lippe des Ballons über die Flasche und drehe sie um. Die Wasserkugeln werden in den Ballon übertragen. Lass die Luft ab und stecke den Ballon in eine Socke. Binde ihn zu und schneide ein paar Löcher hinein. Ein DIY-Squishy, um ihre Aufmerksamkeit zu behalten. Wow, das ist so lustig. Es hat geklappt. Ich habe so einen genialen Hack gemacht. Er gehört mir. Nein, er gehört mir. Mädels, Mädels, ich werde auch wütend. Das ist schlecht. Oh je, du hast Splitter abbekommen. Bleib ruhig und denk nach. Ich hab's im Griff. Ich benutze eine Pumpe, um die Splitter herauszubekommen. Perfekt. Dann klebe ich dir dein Lieblings-Hello Kitty-Pflaster auf die Wunde. Wow, juhu! Oh, meine Tochter, sie hat Splitter im Gesicht. Oh nein, wie ziehen wir sie heraus? Aha. Bist bereit, dir schimpfen zu lassen? Hey! Wo ist die Spritze hin? Ach so, gut, dass ich hier noch eine habe. Hilfe! Ich habe die Spritze, aber ich brauche sie leer. Ich werde sie einfach trinken. Ich habe sowieso Durst. Ah, ich bin so voll. Okay, lass uns den Splitter mit der Spritze herausziehen. Es hat geklappt. Das ist ganz einfach. Nur noch eins. Ich brauche ein paar Meerjungfrauenschuppen. Tada! Sie sind so klebrig und funkeln. Das ist perfekte Pflaster für deine Wunden. Juhu, gut gemacht, Mama. Wow, diese Kacke muss bearbeitet werden. Nur ein bisschen Glitter-Topping. Jetzt bin ich bereit zum Essen. Oh je. Was zum hast du gerade Kacke gegessen? Das ist nur Schokolade. Nun, du musst die Zähne putzen. Welche Zahnbürste willst du? Glitzer oder rosa? Ich will keine von beiden. Ich brauche die Hilfe vom Butler. Butler! Eine schicke Einhornzahnbürste und eine limitierte Zahnpasta. Trage die Zahnpasta um die Borsten herum auf und dann kann der Spaß beginnen. Nimm sie einfach in den Mund und zünd sie an. Gott sei Dank ist meine Tochter nicht so unordentlich. Ha, das sieht lecker aus. Gummiwürmer. Oh je, spuck es aus, spuck es aus. Ich nehme es zurück, meine Tochter ist schlimmer. Sie hat sogar eine Fischgräte verschluckt. Igitt, boah. Ich weiß, was zu tun ist. Oh, wo ist sie? Aha, sogar die Zahnbürste muss sauber gemacht werden. Ich weiß, lass uns einen Schatz im Müll finden. Heute ist mein Glückstag. Ich habe eine Barbie-Puppe gefunden. Aber ich werde ihre Haare abrasieren müssen. Tut mir leid, Barbie. Ich werde die Borsten durch Barbies Regenbogenhaar ersetzen. Eine Regenbogenzahnbürste. Ich brauche die Hilfe des Hais, um mir Zahnpasta zu geben. Schwimm einfach weiter. Schau, Sharky spuckt Zahnpasta aus. Wir dürfen keinen einzigen Tropfen verschwenden. Tada!